Die machen Normen für den elektrotechnischen, elektronik- und informationstechnischen Bereich und übernehmen auch internationale und europäische Normen in das nationale Normenwerk. Also stell dir vor, irgendein Unternehmen will irgendwas bauen oder irgendwas herstellen. Dann treffen sich verschiedene Leute, setzen sich an einem Tisch zusammen und überlegen, wie das Gerät oder wie das Produkt zu bauen ist. Da sitzen viele Menschen lang zusammen und treffen sich und schreiben auf, wie das, welche Maße diese Stecker und Steckdosen haben sollen und wie das geprüft werden kann, damit es dann auch elektrotechnisch sicher ist. Wir kümmern uns beispielsweise auch darum, dass Dinge, elektrotechnische Dinge gut zueinander passen. Dass der Stecker in die Steckdose passt, dass Protokolle zueinander passen, dass sich Dinge beispielsweise im Internet of Things gut miteinander verstehen. Sie ist deswegen so wichtig, weil ohne sie gäbe es für diesen Bereich keine Normen. Und wenn man den Themenbereich Elektrotechnik gut kennt, weiß man, wie wichtig es ist, dass es dafür Normen und Regeln gibt. Und wenn es sie eben nicht gäbe, dann gäbe es die nicht. Diese nationale Normenorganisation ist international und europäisch entsprechend eingebunden, um die heute in der Regel international stattfindenden Normungsprojekte zu begleiten. Normung ist weltweit wichtig, aber natürlich müssen auch die nationalen Interessen vertreten werden und das macht diese Organisation. Die bringt alle zusammen, die was mit Normung zu tun haben, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Nachwuchskräfte und organisiert den Austausch und sorgt dafür, dass Normung in Deutschland erfolgreich ist. Und wenn dann alle einig sind, dann kann der Stecker und die Steckdose in Verkauf gehen und wir können in Deutschland europaweit sicher sein, dass die Steckdosen in dem jeweiligen Land auch zu den Steckern passen. Wir stellen sicher, dass Dinge zusammenpassen. Die Regeln für diese Arbeit sind selbstverständlich auch genommen.